Hier scheint das Wetter dann auch schon wieder besser zu sein, weil hier sind ja keine Wolken, hier scheint die Sonne, kein Regen. Und das ist jetzt von, nein, das ist ein anderer Flughafen. Wobei hier scheint es vielleicht doch zu regnen. Wobei die Visibility ist halt heute auf 2 Meilen, als haben wir den ATIS gar nicht gehört, was ich eigentlich machen wollte. So. Wir hören jetzt eh keinen Funkkontakt mehr, das heißt, weil wir wahrscheinlich so weit weg sind. Gut, dann müssen wir auch nicht umschalten irgendwie. Ja, dann gucken wir mal gerade, ob wir sehen. Kann man das hier sehen? Ich weiß es gar nicht. Wie viel nautische Meilen wir noch an Flugstrecke vor uns haben. Ich hab. Ah, nee, ich hab's nicht. Da. Ah, das machen wir erstmal hier. Das, die Discontinuities raus. Runway 10. Gucken, ob wir das so lassen können oder da vielleicht noch eine größere Kurve fliegen. Kurve dann beim Anflug fliegen müssen. Können wir jetzt gleich eigentlich mal gucken. Gehen wir mal hier auf F-Plan. So, und da kommen wir dann angeflogen. Ne, wobei. Zoomen wir mal weiter raus, da sieht man noch ein bisschen mehr. Genau, da sind wir gestartet, da fliegen wir jetzt lang, also Richtung Süden. Dann drehen wir irgendwann. Können wir mal hier die Airports einblenden. Da haben wir schon das Festland hier verlassen. Drehen dann da nach Osten ein, Südosten besser gesagt. Fliegen dann gerade nach Südosten. Ganz halt Südosten, Südosten, Südosten. Und da fliegen wir dann an. Gucken wir mal, wie sieht das aus. Achso, wir können noch nicht weiter rangehen. Ja, das sollte eigentlich ganz gut gehen. Ich glaube, wir brauchen eine Linkskurve und dann schön auf die Landebahn drauf zu. Aber das sehen wir dann, wenn wir uns dem Flughafen nähern, wie wir das dann machen. Ob wir dann vielleicht nochmal einen größeren Bogen oder irgendwie fliegen müssen oder nicht. Schauen wir dann einfach mal. So, wir nehmen wieder das hier. So, sehen wir alle Flughäfen und auch hier Flugzeuge da. Bei dem Airbus ist es ja so, dass, glaube ich, nur die Flugzeuge bis zum Höhenunterschied von 3000 Fuß oder so angezeigt werden. Hier werden die ja sogar bis 9000 Fuß. Ne, wenn sogar 10.000 Fuß, weil hier seht ihr, der ist fast 10.000 Fuß unter uns. Jetzt ist er 10.000 Fuß. Ah, der wird immer noch weiter angezeigt. Jetzt ist er weg. Also bis Höhenunterschied von 9000 Fuß werden die Flugzeuge hier einem angezeigt. Und ja, wir müssen ja gar nichts mehr machen. VNAV macht ja Geschwindigkeit und Höhe und LNAV hier die Strecke. Wir hatten es ja am Anfang immer noch so gemacht, bei den ersten Flügen vor kurzem haben wir erst begonnen, VNAV zu verwenden, weil irgendwie habe ich es am Anfang mit VNAV noch nicht so ganz hingekriegt, obwohl es eigentlich relativ einfach ist, einfach nur VNAV drücken und das macht, der macht alles. Ja, da sind wir immer nur mit LNAV geflogen, hatten die Geschwindigkeit und Höhe selber mit dem Sink- und Steiggerade kontrolliert, aber ja, kriegen wir jetzt auch gut hin mit dem VNAV. Ist ja eigentlich nicht schwierig, einfach nur LNAV und VNAV drücken und fertig ist auch das Ganze. Und ja, klappt ziemlich gut und da vorne sehen wir schon Wasser. Da haben wir schon den Atlantischen Ozean. Gucken wir gerade mal hier Vogelperspektive. Also, wo ging's los? Haben wir da Atlanta? Das könnte gut sein. Haben wir schon das Stück hier geflogen. Das heißt, wir haben so, und dann geht's hier wahrscheinlich dann raus und dann schön südöstlich, genau nach da irgendwo. Ich glaube, die oder die Insel, eine von denen hier. Das ist dann St. Martin. Was jetzt zu. Der Flughafen liegt ja, glaube ich, auf der. Liegt ja auf der Franz. Also ein Teil gehört zu den Niederlanden und der andere zu Frankreich. Aber ich weiß gar nicht. Der Flughafen. Können wir mal kurz gucken. Lass mich, ich guck mal kurz auf Wikipedia. Okay, gleich haben wir Reiseflughöhe. Na komm, wir zoomen mal ein bisschen ran. Wir sind jetzt hier ziemlich weit draußen. Ich guck mal kurz auf Wikipedia. Das steht bestimmt unter dem Artikel vom Flughafen. Wie, also zu welchem Dings der gehört, also so, ob der zu Frankreich, auf dem französischen Teil der Insel oder auf dem, na, auf dem niederländischen Teil der Insel liegt. Gucken wir gerade mal. Und danach können wir mal gucken, wo wir jetzt genau hier drüber fliegen. Na, hier ist schon wieder ordentlich bewölkt, aber in der Karibik, da haben wir auf jeden Fall dann schönes Wetter. Dann bin ich ja mal gespannt, wie wir heute da bei dem viertgefährlichsten Airport der Welt da ja, landen werden. Müssen wir mal gucken. Wir werden wahrscheinlich so mit 140, 150 Knoten Endanflugsgeschwindigkeit landen. Ich glaube, das sollte eigentlich mit dem Kerosin heute auch ganz gut sein. Wir sind jetzt auf Reiseflughöhe, haben im Moment einen Verbrauch. Wo wird das denn eigentlich angezeigt? Ich weiß es gar nicht. Kann ich euch gar nicht sagen, wo der Verbrauch steht. Wie viel
Tonnen wir pro Stunde verbrauchen. Was wir jetzt mal gerade machen ist... Na komm, wir nehmen einfach mal hier irgendwas. So, okay. Und dann machen wir mal gerade eine Ansage. Da. Und ich gucke kurz mal, wo das steht. Na, da steht's. Zeige ich euch gleich. Also es wird keine Turbulenzen und so, haben wir da gesagt. Das Wetter ist hier gut in der Luft. So, das war die Cruising Message. Und ich habe gerade mal nachgeguckt. Auf dem niederländischen Teil der Insel liegt der Flughafen von St. Martin. Und jetzt gucken wir erstmal, wo wir hier denn gerade sind. So, da haben wir die USA, United States of America, auf Seite 180, 181, eine komplette Karte davon. So, und dann lasst mich doch mal einen Blick darauf werfen und euch sagen, wo wir denn gerade fliegen. So, Atlanta liegt ja schon ziemlich weit südöstlich von den Vereinigten Staaten, also von den USA, ziemlich südöstlich so, südlich an den Appalachen, so ein Gebirge. Wahrscheinlich Appalachian oder keine Ahnung, wie man es in amerikanisch ausspricht. In dem Bundesstaat Georgia sind wir gestartet und ich glaube, wir sind sogar noch in Georgia. Ja, wobei, jetzt sind wir schon in Florida. Ne, jetzt sind wir schon in Florida. Weil hier haben wir Jacksonville. Haben wir auch gerade ja Funkkontakt da gehabt mit Jacksonville Center. Da ist Atlanta, da sind wir gestartet und hier haben wir dieses Gebirge, was bis nach New York hochgeht. Genau, und da sind wir hier über Georgia hier entlang geflogen. Die Stadt hier heißt McCune, keine Ahnung, wie man es ausspricht in amerikanisch. Genau, sind wir hier über Georgia hier lang geflogen, jetzt hier nördlich an Jacksonville vorbei. Und da geht es jetzt hier für uns aufs Meer raus. Da unten haben wir Miami, wo wir ja auch vor einiger Zeit mal hingeflogen sind aus Madrid aus. Sieht man auch hier noch das reale Luftbild vom Flughafen. Genau, und geht es hier dann über den Atlantischen Ozean. Und St. Martin haben wir dann hier. Wartet, ich zeig's euch. Hier, auf der Karte sieht man es ja. Das hier sollte St. Martin sein, wo jetzt der Mauszeiger ist. Das soll... Das könnte auch sein... Nee, wahrscheinlich ist eher das hier St. Martin, glaube ich. Oder? Ich weiß es nicht. Also eins von den beiden hier ist St. Martin auf jeden Fall. So, und da fliegen wir jetzt hier knapp an der Küste entlang. Da ist Jacksonville Airport wahrscheinlich. Genau, und dann geht es gleich raus über den Atlantischen Ozean. Das Wetter scheint hier unten auch nicht so gut zu sein. Also hier haben wir, ist die Visibility da unter den Wolken echt nicht so grandios sozusagen. Also nicht so eine gute Visibility. So, da der Autopilot ja alles macht, können wir eigentlich immer ein bisschen von außen hier das Flugzeug betrachten, weil es ist wirklich in der Delta Airlines Lackierung. Sind wir damit schon mal geflogen? Mit Delta Airlines auf jeden Fall schon mal, aber der 737 nicht, ne? Und ja, ich finde die Delta Airlines Lackierung sieht auf der 737 schon richtig geil aus. Hier mit dem Logo und so, also ich finde die Lackierung von Delta Airlines ja generell ganz cool. Und ja, mit der 737 und so, das ist ja schon dann eine richtig geile Kombination, weil das Flugzeug sieht richtig geil aus mit der Lackierung, nochmal besser und dann, ja. Also sieht auf jeden Fall richtig cool aus mit Winglets hier und Eyebrows da, also hier den Eyebrows, den Fenstern da oben. Auf jeden Fall ein schönes Flugzeug, mit dem wir heute hier unterwegs sind und dann können wir ein bisschen mal hier die Sicht jetzt erstmal hier lassen und uns mal eine Frage wieder auf Aerotelegraph anschauen. So, warte mal kurz. Jetzt. Da haben wir es. Fragen. Und dann gucken wir mal wieder auf der zweiten Seite. Da haben wir noch einige auch sehr interessante Fragen. Wir haben auf der ersten Seite ja auch noch nicht alle Fragen uns angeschaut, aber gehen wir jetzt erstmal auf die zweite Seite. Wir sehen ja von hier aus, also falls irgendwas passieren sollte. Und beim Top of Descent sollte er den Descent ja eigentlich automatisch einleiten. Das Einzige, was sein könnte, dass wir vielleicht noch die Höhe eindrehen müssen, aber sonst... Ja, wahrscheinlich müssen wir die Höhe eindrehen, genau. Und da würde ich sagen, sinken wir dann auf 2500 Fuß, weil das eine ganz gute Höhe ist, wo wir dann übernehmen können. Müssen wir halt nur gucken, wie nah wir dann am Flughafen dann schon anfliegen dann. Aber das gucken wir dann. Können wir mal gucken. Delta Airlines ist Member of SkyTeam, okay. Da ist, glaube ich, auch KLM Member von. Ich trinke nochmal kurz was und dann können wir gleich uns die Frage aussuchen. So, jetzt sind wir aber auch über die Küste drüber geflogen, oder? Na, wir fliegen immer noch. Hier fliegen genau an der Küste entlang. Wie sieht es hier aus?
Oh, wir fliegen noch längere Zeit an der Küste entlang, bevor wir dann erst nach links eindrehen. Aber bis nach Miami scheinen wir, glaube ich, nicht zu fliegen. Wobei es könnte sogar so sein. Wir haben Miami da. Wahrscheinlich drehen wir irgendwie hier dann ab. Die ganze Zeit an der Küste. Das heißt, die Leute links sitzen. Die links sitzen können hier schön aufs Meer rausgucken, auf das Blaue. Da sieht schon cool aus hier. Und die Wolken da und die anderen gucken hier aufs Festland nach Florida rein. Zoomen ein bisschen rein und gehen wieder hier in die Außenansicht. Fester Beobachter. Kommen wir mal gleich vorbeigeflogen am Flugzeug. So, da sind wir. Na, so nah müssen wir jetzt nicht dran. Vielleicht mal so. So sieht es auch cool aus. Ja. So, was haben wir denn noch nicht so gehabt? Hier ist es nochmal ganz gut. Wie man sich vor dem Lärm schützt. Wie ertragen Piloten eigentlich den Lärm im Cockpit? Ist die Frage. Und wir schauen, was der Linienpilot geantwortet hat. Gleich hat die Website geladen. Und da ist es. Also die Frage nochmal, wie gesagt, lautet, wie ertragen Piloten eigentlich den Lärm im Cockpit? Und hier ist die Antwort. Es ist wohl in jedem Cockpit laut. Die Frage ist eher, wie laut? Am lautesten sind wohl die Cockpits der Propeller- und Turboprop-Flugzeuge, also Twin Otter und Dash 8 zum Beispiel. Das sagen zumindest Kollegen, die diesen Typen fliegen. Bei Airbus-Typen ist der Cockpit-Lärmpegel sehr unterschiedlich. Je näher die Triebwerke beim Cockpit sind, desto lauter ist es. Ein A319 ist somit um einiges lauter als ein A321 oder ein A330. Zudem kommt es auf das Baujahr an. Kommt es auf das Baujahr des Airbus an. Ein neuer A320 ist beispielsweise viel leiser als ein älterer. Denn die neue Version ist besser isoliert und hat intelligentere Ventilationssysteme. Das Fliegen wird daher mit den neuen Fliegern um ein Vielfaches angenehmer. Ich habe selbst einmal gemessen. Der Lärmpegel in einem A320-Cockpit liegt zwischen 78 bis 88 Dezibel. Beim Start ist er sehr hoch. Im Reiseflug dann sinkt er wieder, da der Luftdruck sinkt. Wenn 88 Dezibel Lärm mehr als 4 Stunden auf das Gehör wirken, kann man sogar mit Gehörschäden rechnen. Davon sind wir Piloten zwar noch entfernt, aber vorsichtig müssen wir schon sein. Die Unfallversicherer schreiben oft vor, dass der Arbeitgeber schon bei einer Lärmbelästigung von 85 Dezibel an einzelnen Tagen einen Hörschutz zur Verfügung stellen muss. Die Piloten werden je nach Airlines mit verschiedenen Materialien ausgerüstet. Es gibt Piloten, welche nur mit Active Noise Headsets fliegen. Das sind Kopfhörer, welche den Lärm wegfiltern. Das Kommunizieren im Cockpit geschieht dann übers Interphone, also auch via Kopfhörer. Das heißt, sie haben die Kopfhörer auf. Und über das Mikrofon, wie ein Headset halt, über das Mikrofon, wenn die was reden, hört der, sagen wir, der Pilot redet dann und dann in das Mikrofon halt rein und der Co-Pilot hört halt dann über seine Kopfhörer das und nicht so die Stimme vom Co-Piloten, vom Piloten. Also der Co-Pilot hört dann die Stimme vom Piloten über die Kopfhörer und umgekehrt auch und nicht so jetzt, wie wenn ihr halt, ja, so jemand anderen trefft und so mit dem kommuniziert halt. Sondern halt über die Kopfhörer hören die dann. Bei anderen Airlines wird das Thema vernachlässigt. Piloten fliegen ohne Gehörschutz und müssen dementsprechend die Lautstärke des Funk stark aufdrehen. Trotzdem kaufen sich viele Piloten auf eigene Kosten einen Gehörschutz mit einem speziellen Filter. Mit diesem versteht man den Funk zwar noch, die Triebwerksgeräusche stören aber nicht so. Ein Gehörschutz ist im Cockpit eigentlich angebracht. Es gab Studien, die beweisen, dass Piloten durch den Lärm viel schneller müde und gereizt werden. Dadurch nimmt die Fehlerquelle zu. Auch ich trage deshalb ab und zu einen Gehörschutz. Aber was sind so mit Gehörschutz dann gemeint? Entweder meinen die das mit dem, vielleicht so, ja, so Kopfhörer, die halt dann, wo man halt das mit dem Ton hört, also mit dem anderen hört und halt die gleichzeitig den Lärm von außen ein bisschen filtern, das ist wahrscheinlich so die beste Variante. Besser als wenn man jetzt irgendwie Ohrenschützer, also so Oropax oder so in die Ohren macht. Und so anders Ohrenschützer kann man sich ja schlecht aufsetzen. Und guck mal da oben, da haben wir einen Mond, ist der jetzt ab. Ich glaube, der ist abnehmend, ne? Und so ist es, glaube ich, abnehmend. So, und wir sind jetzt mittlerweile über den Atlantischen Ozean eingedreht. Haben aber noch ein gutes Stück vor uns, noch mehr als, ich glaube, 640 nautische Meilen sind es noch mal mehr, ne? Auf jeden Fall nochmal 640 nautische Meilen, die wir hier noch zu fliegen haben. So, wir können ja mal jetzt im Cockpit sein und hier mal ein neues Sichtfenster aufmachen.
Muss mal durchswitchen, damit der Ton wieder da ist und die Bildschirme hier. Er reduziert schon die Geschwindigkeit. Sollte gleich wieder gehen. Die First Officer, ich empfehle dir auch mal ein bisschen rauszoomen, siehst du ein bisschen mehr von der Strecke. So, die Frage ist, gucken wir uns jetzt noch eine Frage an. Die Frage ist, Fragen nochmal angucken. Hier, das ist doch eigentlich mal ganz gut. Wobei, das haben wir heute eigentlich nicht so. Vielleicht mal können wir uns am Flug machen, wo das eher ist. Na, es gibt hier viele interessante Fragen. Ja, weil das war jetzt mit dem Jetlag, aber das können wir vielleicht mal ansprechen, wenn dann die Fragen uns anschauen, wenn wir mal nochmal einen längeren Flug fliegen. Wir können ja gerade trotzdem mal gucken. Ich glaube, wenn, dann überfliegen wir maximal eine Zeitzone. Mehr aber auch auf jeden Fall nicht. Muss ich gerade mal die Seite suchen. Da ist sie, wartet mal. Ja, wir verlieren sozusagen heute eine Stunde, also wir überfliegen eine Zeitzone. Mehr aber auch nicht. Na komm, wir gucken hier von der Außenansicht.